Sie drehen sich Tag und Nacht hier in Nordbrasilien, wo der Wind an mindestens 8 Monaten im Jahr garantiert weht. Kaum irgendwo weltweit gibt es bessere Bedingungen für Windparks. Deshalb hat ein portugiesischer Energiekonzern hier vor kurzem investiert. Der Norden wird in Zukunft der mit Abstand größte Windkraftstandort Brasiliens sein. Am Boom der Erneuerbaren in Brasilien will Deutschland stärker teilhaben. Auch deshalb sind Wirtschaftsminister Habeck und Landwirtschaftsminister Özdemir nach Belo Horizonte gereist. Es geht um intensivere Wirtschaftsbeziehungen, Rohstoffe für die Energiewende und Klimaschutz. Deutschland und Deutschland in Europa suchen also verstärkt neue Handelsbeziehungen, neue Handelspartnerschaften auf einem fairen, nachhaltigen und klimaneutralem Niveau. Habeck will auch das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten vorantreiben. Das könnte Brasiliens Fleisch- und Sojaexporte nach Europa ankurbeln. Experten sehen darin einen möglichen Treiber für Abholzung. Ein Abkommen wird wohl dafür sorgen, dass sich die Agrarflächen in Brasilien stark vergrößern. In Belo Horizonte wurden erste Verträge unterschrieben, unter anderem für grünen Wasserstoff, erzeugt aus Windenergie. Auf den setzen sie auch in Brasiliens Norden. Mit Auslandsinvestitionen kann Brasilien den Energiehunger der Welt befriedigen. Daher kommt der deutsche Ministerbesuch zum richtigen Zeitpunkt. Unter Ex-Präsident Bolsonaro hatte Brasilien für die Bundesregierung keine Priorität. Mit Lula ist das jetzt anders, auch weil Deutschland neue Partner bei der Energiegewinnung braucht. Dazu kommt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Eiszeit zwischen den USA und China. Zeit für engere Zusammenarbeit Deutschlands mit Südamerika.